Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geheimen Guppybach in Deutschland. Eins vorneweg, es hat sich wirklich viel verändert seit meinem letzten Besuch. Tiere sind verschwunden, unglaubliche neue Arten sind dazugekommen. Also seid gespannt, bleibt dran, es lohnt sich. Wie ihr bereits wisst, handelt es sich bei dem Guppybach um einen sogenannten Warmbach. Das heißt, der wird das ganze Jahr über mit warmem Wasser gespeist. Und solche Bäche findet man oft in der Nähe von Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken oder Kraftwerken allgemein, kann man sagen, und sonstigen industriellen Anlagen, die ihr Kühlwasser in einen nahegelegenen Bach ableiten. Dadurch wird der jeweilige Bach natürlich stark erwärmt, was ein Leben für die Aquarienfische in den ansonsten relativ kalten Temperaturen in Deutschland überhaupt erst möglich macht. Die Temperatur sowie die Wasserwerte haben sich kaum bis gar nicht geändert eigentlich, ne? Ich blende die euch einfach mal kommentarlos ein, da könnt ihr euch die anschauen und euch selbst eine Meinung drüber machen. Wie dem auch sei, der Warmbach besteht weiterhin aus ca. 3 Zonen, in denen jeweils eine Fischart am stärksten vertreten ist. Direkt am Anfang, wo der Bach mit dem warmen Wasser gespeist wird, befinden sich weiterhin nahezu nur Guppies. Also ich habe da super viele Entler-Guppies entdeckt, wie ihr hier sehen könnt. Bei meinem letzten Besuch konnte ich dort auch tausende von Garnelen feststellen. Und jetzt inzwischen gab es keine einzige mehr. Der obere Bereich war vor 1,5 Jahren noch stark bewachsen mit Naia squadulopensis, auch als Nixkraut oder Guppigras bekannt. Das bildete regelrechte Unterwasserwiesen und bietete den Garnelen und kleinen Guppies viele Versteckmöglichkeiten und große Weideflächen. Jetzt, 1,5 Jahre später, ist davon nichts mehr zu sehen, beziehungsweise ist das gesamte Nixkraut, ja, ist nichts mehr, ist verschwunden. Ich habe auch hier einmal die exakt gleiche Stelle gefilmt und wie ihr seht, es ist nichts mehr von dem Kraut vorhanden. Es gleicht eher einer Mondlandschaft. Im mittleren Bereich dominieren nach wie vor die Mollys. Hier hat sich an Aussehen und Flossenform ehrlich gesagt kaum was verändert. Die Mollys entwickeln sich immer mehr in ihre Wildform zurück. Stark vertreten ist die Dalmatiner-Variante. Im Uferbereich, wo die Strömung nicht ganz so stark war, hielten sich dann meistens die jungen Brutfische zwischen dem Schilf auf, vermutlich auch um etwas Ruhe vor den Barschen und den Graureihern zu haben, welche ebenfalls ihr Glück am Bach versuchen. Also da sieht man wirklich alle paar Meter mal so einen Graureiher, der da irgendwie stundenlang stillsteht und dann versucht, so reinzupicken. Weiter unten in den schnellen Strömungen ist der Bach von Wallisnerien oder Wasserschrauben geprägt. Es dominieren nach wie vor die Zebrabuntbarsche und auch die roten Buntbarsche, also Hemichromus guttatus, die ja eher so im westlichen Afrika von Sierra Leone bis Kamerun vorkommen. Die 2021 noch eine Rarität waren, haben sich inzwischen etabliert und auch massiv vermehrt in dem Bach. Man findet sie immer wieder in größeren Gruppen zwischen den Schwärmen der Zebrabuntbarsche. Kurz bevor ich den Bach verlassen wollte, um die Heimfahrt anzutreten, ist mir allerdings auf meinem Videomaterial etwas Seltsames aufgefallen. Am besten schaut ihr einfach mal selbst und guckt mal, ob euch was auffällt.
Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Also es handelt sich hier tatsächlich um eine neue Zichlidenart, ne, die es vorher nicht in dem Bach gab. Und unter Vorbehalt würde ich behaupten, dass es ein weiblicher Aulono Acara ist, der eigentlich im Malawi-See in Afrika vorkommt. Ich habe dann gedacht, wo einer ist, ist vermutlich noch mehr. Also habe ich mich nochmal ans Wasser an der gleichen Stelle begeben und was ich dort festhalten konnte, hat mir dann doch ehrlich gesagt den Atem verschlagen. Wie ihr seht, hat hier vermutlich erst vor kurzem ein Aquarist sich seiner Fische entledigt und seinen kompletten Malawi-Besatz einfach kurzerhand in den Bach ausgesetzt. Ja, also zum Thema Fische aussetzen muss ich ja nichts mehr sagen, ne? Da halte ich gar nichts von. Also ist ein extra Thema, darum soll es heute jetzt nicht gehen, aber Fische aussetzen, Hunde aussetzen, egal was aussetzen, naja, es geht gar nicht. Naja, wie dem auch sei, so gelang es mir unter anderem, diesen Pseudotrophäus Sokolophi oder auch als Pindani bekannt festzuhalten. Und tatsächlich kurzerhand nebendran, unter dem gleichen Ast, ein Melanchromis Maingano. Ja, die sehen auch schon sehr adult aus, das heißt, die hatten schon tatsächlich gut ihre 10 ja, Zentimeter, würde ich schon sagen. Sahen auch gut genährt aus, also gehe ich stark davon aus, dass die da erst vor kurzem ausgesetzt wurden. Ein großes Danke geht an dieser Stelle raus an Malawi Aquascape aus Polen, der mir bei der Identifikation der Fische geholfen hat. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr auf Malawi Zeug abfahrt, wenn ihr auf Pseudotrophäus-Arten abfahrt, auf seinem Instagram-Kanal. Ja, ansonsten, das war's von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wie immer schreibt's mir unten in die Kommentare oder unterstützt mich mit einem Like auf das Video. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao, euer Ben.